Hallo und Halleluja! Schön, dass ihr mit dabei seid im heutigen Video. Die harten Zeiten sind vorbei. Nicht nur für jeden von uns, sondern auch für die nachfolgenden Generationen. Und ich erkläre in diesem Video, warum, wieso, weshalb. Wir löschen ein paar Glaubenssätze und wir werden erkennen, dass unser Leben leicht, liebevoll, lustig, authentisch und erfolgreich sein darf und sein wird. Und das hat folgenden Hintergrund. Es ist ja so, dass wir Seelen, und das sollten wir uns bewusst machen, wir lernen, also auch wir Seelen inkarniert als Mensch, wir lernen und wachsen an Emotionen. Und es sind sehr tiefe Emotionen für tiefe Wachstumsschritte erforderlich. Also Menschen, die auch sehr erfolgreich sind oder wurden, sind häufig durch sehr starke Emotionen gegangen, die aber häufig sehr negativ waren, um zu den hohen Gefühlen zu erlangen. Und das ist mir so bewusst geworden. Ich habe gestern auf Netflix, gibt es so eine kleine Doku über Robbie Williams. Und wenn man immer so ein bisschen hinter die Kulissen schaut, sieht man, dass hinter sehr viel Erfolg, sehr viel Freude und sehr hohe Emotionen, ja, wenn man auf der Bühne steht, auch sehr viel Leid und Depression und Wut, ja, Schmerz und Wut steckt. Und es war so aneinander gekoppelt, ja, diese zwei Pole. Einmal so das extrem Positive und das extrem Negative, weil es sehr egolastig war, weil die Freude so von außen kam. Ja, wenn mir andere zujubeln, ja, dann geht es mir gut. Und wenn das Scheinwerferlicht aus ist, dann geht es mir nicht gut, weil dann kommen diese Emotionen hoch, die ich verdrängt hatte und die mich dazu bewegt haben, so erfolgreich zu werden. Weil diese tiefen Verletzungen in der Vergangenheit die Motivation, der Antrieb waren, um erfolgreich zu werden. Ja, und deswegen sind auch viele Erfolgsgeschichten eben geknüpft an dramatischen Vorgeschichten. Und das war in der Vergangenheit so, ja, dass wir Seelen eben, wir waren im Fischezeitalter, das heißt lernen durch Schmerz und wachsen durch Schmerz. Das bedeutet aber eben auch, dass wir über, und das ist jetzt was Allgemeines, dass wir eben über tiefe, starke Emotionen uns weiterentwickeln und Zugang zu neuem Wissen bekommen, Zugang zu neuen Fähigkeiten und uns noch mehr öffnen können. Ja, also das war so eben in der Vergangenheit, aber eben an sehr negativen Emotionen behaftet. Und das ist das, was sich ändern wird. Ja, also wir müssen, also es ist immer noch so, dass wir, wenn wir tief und stark fühlen, am meisten wachsen. Nur wird das verändert, ne, Fischezeitalter ins Wassermannzeitalter, dass wir nicht mehr diesen ganzen Schmerz brauchen, sondern wir öffnen uns mehr und mehr für die Liebe, für unsere Liebe und somit für unsere Seele. Ja, der Erfolg wird sich verändern. Es wird auch Erfolgsgeschichten geben, aber nicht die, die auf Schmerz basieren, sondern aus dem Herzen, aus der Liebe kommen. Und diese Liebe wird geteilt und nicht der Schmerz. Deswegen gab es auch viel so Schmerzlieder, sage ich jetzt mal, häufig. Weil da eben die Resonanz da war. Ja? Also man kann sich, wenn man sich einen Sänger anschaut, der starke Depression hat, kann man sich vorstellen, wie es im Publikum aussieht, weil Gleiches zieht Gleiches an. Nur der eine, dem einen ist es bewusster als dem anderen. Deswegen die Nachfrage regelt das ganze Erfolgssystem. Und die Menschen werden mehr und mehr nach Liebe fragen, sage ich jetzt mal. Ja? Und das ist eben das, was wir radikal in diesem Leben verändern, weil mit Sicherheit jeder, der auch mit mir in Resonanz steht, auch schon durch viele Täler gegangen ist oder auch geht. Und da darfst du dir bewusst machen, dass du in Zukunft, und die Zukunft ist jetzt, dich dafür öffnen darfst, dass du das Vergangene abhaken darfst, dass du das auch, dass es auch wichtig war, dass du das durchfühlt hast oder noch durchfühlst, aber dass in Zukunft du mit Freude, mit Liebe und mit Leichtigkeit deine Blockaden öffnen darfst.
lösen darfst und du dann an deiner Liebe wächst. Ja, das ist es, was ich merke. Ich brauche nicht mehr diese extremen negativen Gefühle, sondern ich wachse am meisten, wenn ich so wie so ein Kind durch die Welt springe und Spaß habe in der Welt. Da merke ich plötzlich, ach, da kommt eine Info, ach, da siehst du ein Zeichen, ach, hä, wie leicht ist es denn? Ach, hüpfe ich hier mal, ach, ist da eine Blockade weg? Na, es ist so spielerisch geworden. Ja, und manchmal weine ich auch noch mal, ja, wenn sich was löst. Das ist aber nicht mehr so schlimm und so dramatisch und nicht mehr so zerschmetternd. Wisst ihr, was ich meine? Das ist so einfach wie so ein Toilettengang, sage ich jetzt mal. Das ist ja auch normal für uns. Und so reinigen wir halt emotional auch mal immer noch so zwischendurch. Ja? Und das ist so, dass ja auch extrem erfolgreiche Menschen der Vergangenheit voll waren mit Selbstzweifel. Deswegen guckt euch gerne die Doku auf Netflix an mit Robbie Williams. Das ist so bewusst geworden. Ja, ein Mensch, der so erfolgreich ist, mit so starken Zweifeln und dann aber immer so stark nach außen sich gegeben hat und innerlich sehr, sehr schwach sich gefühlt hat. Ja, und ich finde, seine Transformation und so wie er auch jetzt ist, ist einfach phänomenal. Ja, und er ist zerrissen worden von der Presse. Ja, also da darf man sich auch die Frage stellen, so, was da mit den Leuten auch gemacht wurde. Ja. Ich möchte das jetzt nicht so sehr, ich gucke das immer so aus Seelensicht an und finde das dann total spannend, die einzelnen Geschichten, ne? Wieso hat der eine das angezogen und sich kreiert, und man sieht aber einfach wirklich immer in der Vergangenheit, dass Drama erforderlich war und sehr tiefer Schmerz, sehr tiefe Depressionen, und diese Menschen sehr erfolgreich wurden und viele lange Zeit diese Themen aber verschleppt haben, weil sie im Außen quasi sehr viel Erfolg hatten und dann dadurch diesen ganzen Schmerz und die Unsicherheiten immer wieder so ein bisschen runterschlucken konnten und das nie so richtig gefühlt haben. Und das geht aber jetzt bei allen Menschen in die Heilung. Und deswegen öffnen sich auch mehr und mehr dieser Menschen, die davon betroffen sind, einfach, dass man auch die Wahrheit sieht und erfährt. Und das öffnet auch andere, dass man auch heilen kann. Aber auch sieht, wie kaputt oder wie verletzt viele Menschen innerlich waren oder sind. Und dass man da auch offen drüber spricht und sprechen darf. Ja, und auch nicht nach dem Grund sucht. Ja, so, oh, der ist erfolgreich, wieso geht es dem denn schlecht? Alle finden ihn toll. Ja. Jeder will doch so sein wie er. Und das war aber sehr viel Ego. Ja. Und das war aber auch von unseren Seelen so als Erfahrung gewünscht, das zu machen, um das auch mal zu fühlen, ja, wie es auch Freude, die aus dem Ego kommt, und dann wie es Freude, die aus der Seele kommt, die ist immer völlig anders. Ich hatte früher auch diese Ego-Freude und die war immer geknüpft an äußeren Gegebenheiten, an Bestätigung im Außen, ja, und immer an Sachen, die von außen kamen, ja, sei es jetzt Komplimente oder irgendeine Bestätigung, ja, weil ich als Model gebucht wurde, ja, oder was auch immer. Ja, das waren so Freuden, die aber nicht aus der Seele, sondern eben aus dem Ego kamen. Und jetzt, wenn ich irgendwie durch die Welt springe und ich sehe, keine Ahnung, einen schönen Schmetterling, dann bin ich plötzlich so erfüllt, oder wenn ich an der Blume rieche. Und diese Erfüllung, diese Freude, die kommt aus mir. Und natürlich, ich sehe eine Blume oder einen Schmetterling, ja, aber es ist nicht so, dass ich von außen ein Kompliment oder so bekomme. Ich bekomme auch Energie von der Pflanze oder von dem Tier, aber es ist was anderes. Ne? Es ist nicht so ein Ego-Gepempere, sondern es ist irgendwie so Seelenfreude und Seelenliebe. Und aus diesem Gefühl bekomme ich meine Informationen, bekomme ich meine Heilenergie. Ja, und das ist eben der Shift, der stattfindet und wo auch Erfolgsgeschichten umgeschrieben werden dürfen, weil viele, ja, auch Ratgeber, auch im Business, ne, sehr, sehr hart und kopflastig waren und was weiß ich, du musst kalt duschen, du musst früh aufstehen, du musst zielstrebig diszipliniert sein, ja, und solche Sachen.
Und da kommen natürlich jetzt die Seelen ins Spiel und sagen, ey, stopp, müssen, du musst gar nichts. Also ich weiß, dass ich mehr und mehr erfolgreich werde oder gesehen werde, sage ich jetzt mal, das gilt für jeden von uns, wenn man einfach authentisch der Freude folgt. Und nicht manipulativ, okay, was muss ich machen, das? Was wollen die Leute sehen? Okay, ich muss die Videos kurz machen, weil das gucken sich die Leute mehr an. Ja, nö, meine Videos sind häufig länger und ich spreche so lange, bis die Energie sagt, so, jetzt ist es fertig. Und nicht, bis mein Kopf das sagt oder der Kopf der anderen. Und das ist der Unterschied, dass wir nicht mehr manipulativ durch die Welt gehen und dass wir zwar unseren Verstand ja auch nicht ablehnen sollen, ne? Und es ist auch nicht dumm, was die Menschen gemacht haben, die erfolgreich wurden, im Gegenteil. Guckt euch auch mal die Biografie von Arnold Schwarzenegger an. Aber was ich eben, und das ist nur meine Sicht, spüre, ist, dass häufig die Menschen einfach wie so im Hamsterrad waren und trotzdem sehr im Verstand, sehr nach außen und haben zwar das bekommen, was das Ego wollte, Erfolg, aber die Seelen wollen uns zeigen, dass es eben auch mit Leichtigkeit geht, dass es spielerisch geht und dass wir nicht hart arbeiten müssen, sondern der Freude folgen. Der Freude, uns nicht mehr knechten, uns nicht mehr quälen, ja, nicht mehr unseren Körper rein quälen und so weiter. Ne? Also es ist, wie gesagt, auch Disziplin ist nicht negativ, aber ich finde, man sollte auf seinen Impuls folgen. Also wenn ich Lust habe auf Sport, dann mache ich Sport. Wenn ich keine Lust habe, dann mache ich ihn nicht. Und da ist es eben, dass wir, also der Zeitpunkt, dass wir erkennen, dass wir wachsen durch unsere Liebe und dass früher eben die Gefühle extrem negativ waren und die der Beschleuniger, deswegen haben sich auch viele Seelen eben Schicksalsschläge, Krankheiten, ja, oder ganz tiefe Täler kreiert, ja, jeder kreiert sich ja sein Schicksal selber, um dann daran zu wachsen und dadurch den Antrieb zu bekommen, ich will erfolgreich werden. Ich wurde früher gemobbt. Okay, jetzt will ich allen zeigen, dass ich schön und erfolgreich sein kann. Nur so aus der Wut quasi. Ich will es allen zeigen oder ich will mir auch zeigen, wie toll ich bin. Das war der Antrieb, die Verletzung. Und jetzt ist aber der Antrieb nicht die Verletzung, sondern wir heilen unsere Wunden. Und der Antrieb ist die Seelenliebe, die sagt, ich will den Menschen zeigen, es geht leicht. Es geht liebevoll. Und das dürfen wir jetzt eben zeigen. Wir wandern von einem Pol zum anderen, von der Angst in die Liebe, von dem Ego zur Seele. Und deswegen mach dir bewusst, egal ob du gerade noch ein tiefes Tal hast oder einen Höhenflug, wir lernen am meisten durch diese tiefen Gefühle, also durch starke Gefühle, weil die sich am meisten verankern. Aber wie gesagt, in der Vergangenheit war es immer sehr, sehr stark wütend, sehr stark schmerzvoll, sehr stark negativ, wenn man es werten möchte, das Gefühl. Und jetzt werden die Emotionen, weil ja auch unsere Frequenz immer mehr steigt, werden die Emotionen immer höher und immer schöner und ekstatischer. Und das ist wichtig, eben das zu verstehen, ne? Weil ich manchmal, wenn ich hier mit meinen Luftballons oder so spiele, ich habe einfach Spaß und ich denke mir auch, Daniela, wo kommt denn diese Freude her? Ja, das ist ja sehr unglaublich. Also, wo kommt denn das her? Ja? Wie so ein Kind. Aber das ist es. So sollen wir ja wieder werden. Ne? Werdet wieder wie die Kinder und zeigt allen, dass man so auch erfolgreich sein kann mit einem geöffneten Herzen. Und weil viele Erfolgreiche sagen auch, ja, du musst hart werden, du musst dich verschließen. Oder haben das gesagt. Und das musst du gar nicht. Das war nur ein Schutzmechanismus bei vielen Menschen, damit sie den Schmerz nicht mehr fühlen und funktioniert haben.
Wenn du dein Herz öffnest und heilst, dann kannst du immer mit offenem Herzen durch die Welt gehen, weil du bist dann angebunden mit deiner Seele, mit der geistigen Welt, mit allen lichten und lieben Wesenheiten übers Herz und du bist geheilt und dann kann dich auch keiner mehr verletzen. Auch wenn mal einer kommt und sagt, ey, die Daniela, die hat jetzt völlig einen an der Murmel. Ja, aber mir geht's gut. Ja, also ich weiß, wie früher mein Leben war. Stressig und sehr im Außen. Und ich weiß, wie mein Leben heute ist. Entspannt, leicht, lustig und liebevoll. Und ich möchte nicht zurück in mein früheres Leben, in diesem Leben. Es war ein wichtiger Teil von mir. Aber wohler fühle ich mich jetzt und befreiter. Ja, und deswegen ist alles immer ein Teil von unserem Seelenweg. Und jetzt dürfen wir eben auch wachsen durch starke Emotionen, aber eben nicht mehr durch die niedrigen, sondern durch die höheren, durch die hohen Gefühle. Und das finde ich sehr, sehr schön. Ja, deswegen, egal wo du gerade steckst, egal was dir dein Kopf gerade sagt, ja, war schon immer so, also wird so bleiben, nein. Wir schreiben die Menschheitsgeschichte um in diesem Moment mit unseren Gedanken und mit unseren Gefühlen. Und je mehr Menschen sich für die Leichtigkeit öffnen und sich auch trauen, authentisch, es springt schon wieder so ein Blatt, das war so schön, ich gucke hier aus dem Fenster. Also die Blätter hüpfen gerade so. Ist wie so ein Schauspiel, was man sieht. Und je mehr Menschen sich dafür öffnen, trauen authentisch zu sein, trauen kindlich zu sein, trauen die Seele zu sein, umso mehr erfährt man eigentlich, wie man wirklich ist. Ja, weil sich viele so gegeben haben, dass sie cool sind. Und dann wurden sie aber verschlossen und narzisstisch. Und das war ja gefragt, sage ich jetzt mal. Ja, also wie viele narzisstische oder so coole, was weiß ich, die Gangster-Rapper. Also ne, ich möchte jetzt nicht kategorisieren, aber das war gefragt, cool zu sein oder so. Und immer wieder haben die sich dann geöffnet, dann kam ein bisschen Schmerz raus, dann hat man gesagt, oh, wie toll. Ne? Oder auch Menschen, die man kennt, oh, die öffnen sich. Ne? Aber da soll ja Liebe kommen, wenn der Schmerz weg ist. Und da werden viele, die hart gewirkt haben in der Vergangenheit, die werden auch sehr weich und sanft werden. Auch vielleicht der ein oder andere von den Coolen. Und das ist so das, wo wir hingehen. Ja, und alle die Coolen, die sich öffnen wollen, sind herzlich eingeladen, mit mir über die Wiese zu hüpfen und Schmetterlinge zu beobachten und Spaß zu haben, ja, zu spielen. Deswegen sage ich ja immer, geht raus, spielen in der Welt, denn da ist so viel Schönes und da kommt so viel Liebe. Also die Liebe, die wir von Ego zu Ego uns geben. So, oh, du siehst aber toll aus. Oh, na, also nichts gegen ernst gemeinte Komplimente. Aber dieses Ego-Gepempere, das wird uns niemals befriedigen. Erst wenn wir uns im Herzen öffnen und mal Liebe bekommen von einem Schmetterling oder von einer Blume. Die freuen sich auch, wenn man daran riecht. Oder ehrliche Liebe von einem Menschen oder von einem Kind. Ja, oder auch von euch bekomme ich auch ehrliche Liebe, weil auch ich ehrliche Liebe gebe. Und dann macht es einfach mehr Spaß. Ja? Und dann ist es so, nicht aus Mangel, so, oh, ich muss jetzt, weil ja, ich brauche Aufmerksamkeit, ich brauche Bestätigung. Nee, das brauche ich nicht, weil ich mir alles selber gebe und ich bekomme es auch von der Natur, was ich brauche. Ich brauche das nicht, die Energie nicht von anderen, um zu überleben. Und es war aber häufig so, auch bei mir früher, ich habe auch Bestätigung gebraucht. Und deswegen öffne dich dafür, dass alles, was du erlebt hast, was schmerzhaft war, deinem Wachstum und deiner Reife gedient hat. Und jetzt aber eben der Wandel stattfindet, dass du nicht das Gefühl haben musst, okay, das geht jetzt immer so weiter. Irgendwie habe ich das Gefühl, es bleibt immer hier so die gleiche
Todesspirale? Nein, das tut sie nicht. Und das ist eben auch so gesellschaftlich der Wandel, dass wir das eben mehr und mehr lernen dürfen. Ja, Gefühle sind wichtig, um zu wachsen, aber wir können auch aus den lichten, hohen Emotionen eine noch bessere Öffnung und Anbindung hervorrufen als durch die tiefen. Und das ist aber eben in der Vergangenheit anders gewesen. Da waren wir noch verschlossener im Herzen. Da haben wir auch noch diese Dramen gebraucht, ja, seelischen Dramen. Da haben wir uns so viel Drama kreiert, weil uns das motiviert hat. Ja, wir Seelen mögen alle Gefühle. Wir mochten den Schmerz und die Wut sehr, denn das haben wir nicht in der geistigen Welt. Da haben wir Licht und Liebe die ganze Zeit. Deswegen wollten wir die anderen Gefühle erfahren auf der Erde. Aber jetzt wollen wir den Himmel auf Erden erschaffen. Jetzt wollen wir die lichten Gefühle, die Liebe, die Freude, die Leichtigkeit, die Ekstase auf die Erde bringen, in der Erde, auf der Erde integrieren, in unserem Körper. Kriege ich gleich überall Gänsehaut. Und vorleben, dass es auch leicht alles gehen kann. Ja, und das ist unsere Aufgabe hier auf der Erde. Nicht verbissen zu kämpfen gegen was oder für was, sondern einfach zu dem zu werden, was wir auf der Erde verändern wollen. Denn immer wenn du erziehen möchtest oder was anderen beibringen möchtest, dann ist es immer ein Vorleben. Ja, es ist die Zeit der harten Arbeit oder wo man für irgendwas kämpfen muss, für Liebe, für Aufmerksamkeit, für Erfolg. Das ist vorbei. Und es ist dann für dich vorbei, wenn du deinem Kopf sagst, jetzt ist es vorbei. Und deswegen sag dir einfach mal, es ist vorbei. Es ist vorbei. Ich öffne mich für meine Liebe und Leichtigkeit. Es ist vorbei. Amen, over and out. Und immer wenn was vorbei ist, beginnt was Neues. Und wenn die schweren Zeiten vorbei sind, dann beginnen die schönen Zeiten. Halleluja. Jetzt aber Amen.